noch ein letzter Tag in Spanien, bevor es über den Grenzfluss nach Portugal geht. Danach folgten noch 7 Etappen in Portugal bis zum Tourziel in Lissabon. Die 16. Etappe mit insgesamt 92 Kilometer war sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Ich bin durch sehr schöne Naturgebiete geradelt, teilweise mit sehr sandigem Untergrund. Danach ging es mit der Fähre rüber nach Portugal und plötzlich war alles anders. Wahre Menschenmassen erwarteten mich zu Beginn der Algarve. Auch heute startete ich bei Dunkelheit in den Tag und wurde mit einem schönen Morgenrot in Huelva belohnt. Die Stadt erwacht. Und ich würde schon 2 schiebe Passagen hinter mir in den Park. Aber jetzt glaube ich, geht es wieder normal weiter. So, jetzt habe ich Huelva endlich verlassen. Ein bisschen mühsam in der Früh da. Vor allem in dem Park mit dem zweimal aufschieben. Aber schauen wir, wie es da jetzt weitergeht. Nach fast 2000 Kilometer fühlte sich mein Rücken heute etwas verspannt an. Eine kurze Massage mit meinem mobilen Magnetroller wirkte dabei wahre Wunder. Nummer 1. Gibraleón. Gibraleón ist eine spanische Stadt in Andalusien mit rund 13.000 Einwohnern und liegt am Fluss Odiel. Die älteste Kirche der Stadt ist die Iglesia del Carmen aus dem Jahre 1331. Nummer 2. Brücke über den Canal del Rio Piedras. Der kleine Canal del Rio Piedras
stellte sich als schwieriges Hindernis heraus. Es führte nur eine kleine Brücke über das Wasser, wobei die Stufen hinauf zur Brücke und wieder hinunter extrem hoch waren. Mir blieb also nichts anderes übrig, als das Gepäck abzuladen und auf der anderen Seite des Ufers das Rad wieder zu beladen. Also es ist wunderschön da, Natur pur. Wenn nur der Untergrund besser zum Fahren war. Es ist so sandig. Furchtbar. Nummer 3. Cartaya. Cartaya ist eine spanische Stadt in der Provinz Huelva mit rund 20.000 Einwohnern. Im Sommer verbringen viele Touristen ihren Urlaub in der Gegend. Bei meinem Zwischenstopp war das Zentrum der Stadt wunderschön geschmückt. Im Getriebe geht wieder nichts. Ja, für heute sehe ich das erste Mal das Meer. Sticke noch. Immer weit. 20 Kilometer ungefähr, dann ist die Fähre da. Your melody stuck in my brain, it's a typical sensation, I'm feeling it, sensational. Your melody stuck in my brain, it's a typical sensation.
Der Sand war teilweise so tief, dass mir nichts anderes übrig blieb, als das Rad immer wieder mal zu schieben. Dieser Brücke kommt man schon nach Portugal rüber. Ich muss dort weiterfahren noch. Nummer 4. Ponte Internacional do Guadiana. Die Brücke über den Fluss Guadiana wurde 1991 gebaut und ist die Verbindung zwischen Portugal und Spanien. Die Brücke ist 666 Meter lang und war für mich nicht befahrbar, da es sich um eine Autobahnbrücke handelt. Ich musste die Fähre über den Grenzfluss nach Portugal nehmen, die in der Stadt Ayamonte regelmäßig ablegt. Der Fluss ist übrigens seit 1263 die Grenze zwischen Spanien und Portugal. Nummer 5. Ayamonte. Ayamonte ist eine spanische Stadt in Andalusien mit rund 22.000 Einwohnern. Der Ort liegt an der Mündung des Flusses Guadiana in den Atlantischen Ozean und ist damit der Grenzfluss zu Portugal. Bereits in römischer Zeit war die Mündung des Guadiana-Flusses eine wichtige Handelsstraße nach Norden bis Mérida, wo ich 3 Tage zuvor noch durchgeradelt bin. We'll be right back.
Nummer 6. Villa Real de Santo Antonio. In der Gemeinde Villa Real de Santo Antonio legte die Fähre wieder an und ich betrat dort erstmals portugiesischen Boden. So, ich bin in Portugal. Hurra, ich freue mich. Schauen wir mal, was du wieder hast. Your melody stuck in my brain. It's a typical sensation. I'm feeling it. Sensational. Nummer 7. Monte Gordo. Ein paar Kilometer später erreichte ich Monte Gordo, mein Etappenziel des heutigen Tages. Ja, die Endstation für heute ist erreicht. Monte Gordo. Da wird gerade viel gebucht. Auf hier geht es zum Strand. Und es ist ein Wahnsinn, was da los ist.